Oh, drin eine mit der Shotgun. Oh, ich. Fuck, die Spinne. Lass mich bitte schon! Crown. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr reingerutscht seid. Und sorry, dass eine Weile keine Videos gekommen sind. Ich war quasi in einer Art Winterpause. Und in dieser Pause habe ich mir einige Gedanken gemacht um meinen Kanal und was ich hier eigentlich so auf YouTube machen möchte. Ich habe dazu auch einen Community-Post veröffentlicht, wo ich eine kleine Liste gemacht habe, was ich so jetzt eigentlich machen möchte. Also, falls euch das interessiert, dann schaut dort gerne vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, aber ihr seht es auch hier gerade im Video. In diesem Post meinte ich auch, dass das nächste Video ein Hunt Gibbet XXL sein wird. Dieses wird auch kommen, aber doch etwas später. Weshalb ist jetzt relativ, es hat nämlich technische Gründe, mit denen ich euch jetzt einfach nicht langweilen möchte. Deshalb habe ich heute für euch ein anderes Video, in dem ich euch vier verschiedene Runden zeige, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Ich spiele den Bogen mit einem Medium-Slot-Revolver. Zwei Runden Uppercut Piederai und zwei Runden Uppermat. Und in drei dieser Runden spiele ich den Bogen mit Hälfte Frag Arrows und in einer mit Hälfte Concertina Arrows. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich bin gar nicht so ein großer Fan vom Bogen, zumindest nicht mit den normalen Pfeilen. Für PvE ist er super, aber für PvP bevorzuge ich dann doch deutlich die Frag Arrows und auch die Concertina Arrows können da ganz lustig sein. Das Gute an den normalen bzw. den Gift-Pfeilen ist aber, dass ihr mit diesen keine Wurfmesser oder Äxte mehr mitnehmen müsst, was einen Tool-Slot für andere Sachen öffnet, wie zum Beispiel Traps, einem Derringer oder jetzt der gebufften Flare Pistol oder Fusies, mit denen ihr Leichen anzünden könnt. Dennoch sind die normalen Pfeile immer noch eine Close-Range-Option, welche sehr praktisch sein kann. Bevor ich euch nun die erste Runde zeige, möchte ich aber noch kurz ansprechen, warum ihr eigentlich gerade nicht meine Fresse seht, wie es immer in den letzten Videos war. Das ist nämlich eine Sache, die sich auch ab jetzt ändert. Einer der Gründe, warum ich nämlich hin und wieder längere Pausen hatte, ist nämlich genau dieser Part des Videos hier. Das Intro, Outro und was zwischen den Runden kommt. Ich fühle mich immer sehr unwohl, direkt in die Kamera zu sprechen und verhaspel mich wirklich andauernd, wodurch ich für, keine Ahnung, 10 Minuten Material teilweise eine Stunde oder noch länger brauche. Das wird erstens nach einiger Zeit sehr anstrengend und zweitens auch einfach unauthentisch, was eigentlich nicht der Sinn der Sache von YouTube sein soll. Die Facecam wird aber dennoch an sich noch bleiben und ich werde auch bestimmt für manche Videos die Cam anmachen und reden, aber halt nicht mehr in diesem Stil wie in den vorherigen Videos. Nun gehen wir aber ins Wesentliche über, nämlich ins Gameplay und die erste Runde ist tatsächlich noch vom letzten Event, Tide of Corruption. Rot, ich glaube Westen. Oh, drin eine mit der Shotgun. Oh, ich. Fuck, die Spinne. Lass mich bitte schon! Crown. Muss es nicht. Das fucking Crown mit Chip and Fanning. Oh Gott. Ich hab Frag Arrow. Looten. Werfen was? Down. Noch einer? Brennt's. Danke, das war ja gerade. Das war schrecklich, ja. Das waren das alle? Ja. Nice. Ja, alle aufeinander. Frag Arrow Value, Alter. Von wem? Keine Ahnung, neues Team. Südwesten.
Headshot down. War in dem Silo. Boah, der war schön. Da läuft noch jemand. Ja, hinterm Silo. Hinter mir? Da höre ich was. Im Feld. Hit. Schön. Da ist noch einer direkt daneben. War das deine. War das deine New Army? Oh. Nee, sind alle tot. Ach du! Ich schau kurz. Warte mal, wer von euch hat den Headsman gekillt? Was tust du? Ich hab den gekillt mit dem Bogen. Ach so! Boah, ihr habt mit dem Bogen erwischt. Ja, ihr habt gleichzeitig einen gekillt, Alter. Ach so. Ne? Ah fuck, ich hab Vulture, ihr könnt also looten. Ja, ich hab Vulture. Auch Vulture. Ah gut, ich hab den hier einmal schon mal gelootet. Auch Vulture. Ah! Perfekt. Ja, nice. Schön. Wild. Wie viele Teams haben wir jetzt? Oh, Explode Crossbow. Zwei, ne? Ja. Das sollte der Bogen-Damage aber auch sein. Ja. Das glaube ich auch. Wir haben echt viele Bogen-Kills gemacht. Drei Kills oder so. Ne, ich glaube, den lasse ich nach der bleiben. Das ist ein guter Abschluss für Hand. Alright. Leute vor mir. Chillig. Ja, einer ist da. Ist eigentlich klar, scheiße. Ja, ich bin auf Range jetzt, bisschen mies. Sind hinten da? Sind zwei Stück. Direkt nebeneinander. Was ist denn falsch? Spark Silencer. Feuer. Bei mir? Reaper? Leg dich. Ich hasse mein Leben. Einer down. Konzentrierte Bomb. GG. Nachdem wir nun die Uppercut P-Deadeye mit Frag Arrows hatten, probieren wir das Ganze doch nun mal mit den Concertina Arrows. Ich persönlich mag die Frag Arrows halt am meisten, weil sich damit Choke Points wie Bounty House Eingänge oder andere kleine Räume frei machen lassen und sie starke Blutung verursachen, was einen Push ermöglichen kann. Concertina Arrows machen eigentlich genau das Gegenteil. Sie schließen nämlich Choke Points oder ihr schießt halt direkt auf die Gegner. Ich bin immer der. Brauchst du noch einen mit Choke? Ne. Okay. Ah, I did an Oopsie. Ich hab keine Melee-Waffe dabei. Also, ich hab Wurfmesser dabei, aber. Ja. Was wäre denn jetzt ganz geil? Oder tatsächlich auch Dewclaw. Ja, ich hab einen Bogen. Wilde Aussage. Alles nur halb so schlimm. Auch mal eine. Also ich hab schon eine, deswegen. Oh, Spieler, Plantation. Mod. Hundertprozentig. Wo sind der Clou? Da ganz hinten. Vielleicht sehen wir sie auch gar nicht mehr schon. Ja, der Grunt ist da und mich auch am Suchen. Der ist selbst bei mir. Oh, okay. Ja, ich weiß auch. Ja, vor mir.
dass das kein Headshot war, ist frech. Okay, ich komm runter. Bist auf. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist direkt neben mir. Das sind Decoys. Schön. Danke. Oh mein Gott. Schnecke. Hit. Alle dann. Supply point hit. Down. Oh, Uppercut P-Dadai. Sehr schöne Waffe. GG, Dudes. GG. Was a nice fight. Oh mein Gott. Im Boot drin. Ist aber auch schon, dass wir da sind. Von unserer Richtung. Du bist so lucky. Boah, mein Gott. Ja, einer ist ein Ronin mit Mosen. Und da ist ein Sparks. Das sind schnelle Feuerbeetle. No, you don't. Oh mein Gott! Einer ist down. Da hat sich die Beetle geknifft. Einer blutet. Er ist ausgeblutet, glaube ich. Ja. Noch der Ronin. Ist draußen. Oder da in diesem Vorraum. Ja, einfach pushen, oder? Ja. Da glaube ich auch eine Dolch, aber. Ganz weit links, Richtung Südwesten. Dann. Okay. Ich mag die aber keine Loot auf dem Weg noch. Oh, chillig. Schau mal, warte, bevor du lootest, schau, ob Lukas dir noch looten kann. Ich hatte ja eigentlich geplant, das Tor zum Bossum abzusperren, damit mich die Gegner von da nicht pushen können. Aber dass ich dann tatsächlich eine direkt treffe, ja, das war natürlich absolut geplant. Ungefähr genauso geplant wie der Shadow Leap des Gegners in der nächsten Runde. Bitte, was da drüben irgendwas. Ja, da vorne ist ein Emulator, aber. Der ist gerade. Der hat sich gerade reingeportet! Der hat sich gerade reingeportet! No joke! Oh nein! Oh nein! Er ist da rein! Ja, dahinter ist der Mate. Oh mein Gott, wie dumm! Ja, hoffe mal für ihn, dass er es Herskin hatte. Sonst ist er jetzt One-Shot für meine Martini. Ja!
Wir sind hinten im Südwesten. Ist vielleicht jetzt dumm. Oh mein Gott, der ist direkt am Klo gewesen. Ich wollte schon sagen, müssen die Raben hier jetzt sein? Der war halt direkt da. Ich weiß nicht, ob der immer noch drin ist. Also wirklich direkt vor der Tür. Mal schauen, ein Frag Arrow. Nö. Im Haus auf jeden Fall. Komm, piek das Fenster, ich weiß, du willst auch. Do it for me. Das Pferd hinter uns ist auch nicht so geil. Einer ist bei 210, hat gerade einen Ground platt gemacht. Einer ist da oben. Jetzt sind auf jeden Fall drei Stück. Einer ist, glaube ich, unter mir. Ja. Einer blutet. Kann ich mich da anschleichen? Hier über mir. Ja. Ich schieße doch einen Fracker rein. Einer ist runtergedroppt. Oh Gott, da draußen. Pass auf, bin im Fenster. Oh Gott, ich glaube, es sind alle Teams hier, Bro. Direkt an der Treppe. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich da. Was macht der da? Bro, dass er noch lebt, ist eine Frechheit. Ich glaube, der wollte raus Shadow lieben. Draußen. Ist draußen. Er geht runter in den Keller. Ich weiß nicht, ob er Necron wollte oder Shadow lieben. Wahrscheinlich eher Necron. Wo habe ich die eine eigentlich gekillt? Der Treppe direkt. Ich gucke möglich, dass sie gleich aufsteht. Kann sein, dass sie hier unten bei der Treppe wieder rauskommen möchte. Dass er meine Shotgun überlebt hat, Mann. Die wurde doch gebufft, die Limmat. Wow. Gerade lieber keine Fenster pieken, egal wo. Yikes. Da hat er mich einfach durch das Klavier gesehen oder durch den Schrank, der war. Bruder, was passiert hier? Slate. Hast du ihn? Nein! Ich hoffe offen für Necro. Hier, aber. Ich sag so, wenn wir ihn töten, habe ich meine Balken wieder, deswegen ist es egal. Er ist halt direkt meine Erleichterung. Ich kann einfach durch den Boden schießen. Er ist an der Tür oben. Richtung Balkon war er.
Oh. Alter. Fuck it. Ja, geh lieber ein bisschen weiter runter, damit er dich nicht sieht, wenn du da drunter droppen sollte. Mr. Glück. Tschüss! Traded. Nice. Der ist der Wald direkt da. Diese Wichser. Was ist denn hier? Oder Clusterfuck? Lol, da ist einer an der Stalker Beetle gestorben. Geil. Ich weiß. Okay. Ich weiß nicht, was drum abgeht. But I think now's the time for revive. Ja. Besser genug, ja. Let's find out. Die Slate ist hier, an der Tür. Yeah. Nicht in die Arena. Scheiß drauf. Okay, traded, oder? Ja. Draußen. Gedroppt. Mann, Soundbug. Da ist doch gar keine Jokes, macht gar keinen Sinn. Muss man mal meinen Balken wieder. Ich hab den Trade immer noch nicht. Bruder, wie kann das sein, dass eigentlich, dass hier so viel Action ist, aber. Ah, nee. Ah. Es haben. Also. Zwei Leute haben beide Bounties. Ich wollte gerade sagen, als ob da noch zwei Teams ganz woanders sind. Oh, dieser fucking Soundbug. Hat das gelootet? Du willst nichts von dem? Hat aber gehört? Okay. Naja. Ich würde eigentlich echt gern kurz zum Supply Point, dass ich mir meine Balken wieder mach das, ja, ich bleib hier. Das macht Bounty. Das heißt, sie müssen halt echt. Ja, dann fangen wir die einfach ab, I guess, weil das alles macht keinen Sinn. Hm. Kein Plan, ob du hier noch seine Mates racen kannst. Da liegt auch noch einer. Ob der ein Solo ist, ich bin sehr verwirrt. Hallo da! Hier da! Sei Wichser. Dankeschön. Holy fuck, pass, ich muss gleich mal checken, vielleicht ist das echt ein Solo. Holy fuck. Hä? Ach, ich hab gar nicht die Shotgun drin gehabt. Ja, gut, kein Wunder, dass ich ihn nicht getroffen hab. Ja, wir sind jetzt schon bei Catfish, super. So viel dazu.
Aber die ist schon ausgebrannt. Ich hab keine HP mehr. Ja, was soll ich sagen? GGs an die Bounty Carrier, die sich mal ganz entspannt einen Gauntlet geholt haben, während sich der Rest der Lobby bei der Kirche gegenseitig abschlachtet. Schade, dass kein anderes Team versucht hat, diese abzufangen, so wie es die Gegner in der nächsten Runde bei uns versucht haben. Oh ja. Den Stalker Beetle gefunden. Job Beetle. Was soll das war. Ja, weiß nicht, jetzt mit Bounty können wir das Ding aber schon nehmen, oder? Ja. Ist auch kein Schwein da. Meter schießen die vom Turm aus. Nee. Wahrscheinlich von der Brücke beim Mont. Oder vom Mont selbst. Vor allem. Das hättest ist ohne Scope. Es kommen uns auch nicht die Punkte. Also das ist aber nicht eine absolute Frechheit, du. Hättest du nicht sterben können, bevor ich das Bounty aufnehme? Ja. Mann. Also das Timing von denen ist auch echt grandios. Ich stand da halt auch ewig lang still so vor der Statue, genau da, wo die mich gesehen haben. Und dann war ich so, okay, wird wohl safe sein, will die gerade nehmen und dann kriegt den ersten Body Shot. Mit einer Dead Eye und dann eine scheiß Krack ohne Scope. Ja, ist gut, dass eine Choke bringt auf der Entfernung relativ viel, aber. Mal schauen. Rip Darkseid. Also. Das ist eine Vetterli, aber was da gerade schießt. Ja, Heavy-Lo Vetterli Deadeye und Krack. Ach, eine Vetterli Deadeye. Irgendwie bin ich von der Martini Deadeye ausgegangen. Kann ich die Trap nehmen? Und Lawson geht jetzt einfach. Oder was? Ist das scheiße. Ja, wir gehen zu Ironworks. Ich habe jetzt da keine Darkseid mehr. Was ich nicht okay finde, wie die mich viermal auf die Range so gut getroffen haben. Viermal, Jux. So vier Schüsse gebraucht haben, ist halt schon wild. Ja. Aber dass sie die alle getroffen haben, ich bin nicht mal stehen geblieben so. Ei. Ja. Gut geleadet. Gut reingelackt, die dreckigen Halunken. Auf 200 Meter muss ich ja fast schon eher in die Schüsse reinlaufen. Zwei Mobs. Schau mal, das ist noch nichts in Sicht. Achso, du hast das Ding gesagt. Das ist eh nicht mehr leider. Hab mir genau den richtigen Mob ausgesucht. Puh. Ja. Oh boy, this is gonna be fun. Oder schießt der? Still nothing in range. Ja, vor uns zwei bei der Ruine. Okay, und der dritte weiter hinten.
Wenn die jetzt soweit sind, würde ich vielleicht sogar wieder versuchen, nach rechts zu gehen, dass sie in den Moor reinkommen. Weil das Wasser da schaffen wir es nicht. Ja. Schon mit dem Kopf wiegeln. Ein bisschen springen. Nicht mehr im Wasser laufen. Doch gerne mal kurz abrupt abbremsen, um sie zu verwirren. Mhm. Ja, ja. Ach, Jungs, das ist doch wack. Die ganze Runde hat ihr Zeit und ihr entscheidet euch, Extract zu campen, wie so Kobolde. Hast du noch Sekunden? Ja, zwei Stück. Schaust du mal? Einer ungefähr da und einer weiter unten da links. Und der dritte ist, glaube ich, immer noch out of range. Wo er einfach sitzt. Sehr schön. So, und der wird instant angezündet. Der andere ist da hinten. Ich weiß, brauchst du nicht den Loot, aber den kannst du eh nicht looten. Ja, nee, nee. Ich habe eh nicht Ding. Achso, du hast es noch gar nicht. Nee, nee. Die choken. Frech. Ich glaube, ich habe eine Leiter neben mir. Ich glaube, das ist auf meinem Dach. Ja. Was ist der? Das ist eine Hive, Leute. Aha, wir haben ja Shadow Leap. Warte mal, da war ja was. Schau mich durch. Ich tue mich mal da reinporten. Da ist noch mein Mob. Bitte geht's nicht auf die Hive. Oh. What? Hä? Worauf überhaupt? Oh, pack ich mal den Boss mal rein. Ja, hier draußen, Südosten. In der Nähe des Towers. Mhm. Down. Das war derselbe. Nee, das war nicht derselbe Kane, das sind zwei Kanes. Fuck. Nee. So, was ist jetzt der dritte? Es gab ja einen dritten, ne? Du hast ganz sicher einen dritten gesehen. Ich hab nicht ganz, nee. Aber ich dachte, ich hab halt einen weiter hinten schießen hören, deswegen. Würde nicht out of. Ich loot jetzt meinen Kill. Ja. Wobei das wäre auf jeden Fall die Kark, die auf mich geschossen hat. Und der andere eine Vitali hatte. Ja, der hat eine Vitali. Okay, dann ich sehe keinen mehr. Vielleicht waren es auch wirklich nur die beiden. Ich bin auch nochmal sicher. Uff.
Mhm. Genau die beiden. Das ist typisch, ich lieb's, ne? Meine Mates looten, was mache ich? Ich spring vor denen her, um die zu blocken. Ich loote, meine Mates rennen aber weg. Ja. Ist okay, dankeschön. Passt. Ja, du brauchst keinen Schutz, Inan. Mhm. Du hast noch volle Leben, ich. Was ist schlimmer als ein Extract-campender Kane? Richtig, zwei Extract-campende Kanes. Okay, Spaß beiseite. Ich selbst hätte diesen Extract auch abgecampt, weil sich das halt einfach total angeboten hat. Und naja, wirklich gut haben die den jetzt auch nicht abgecampt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür haben sie aber Leon gemeinsam als Team von mehr als 200 Meter Entfernung getötet und das Ganze ohne Mosin-Sniper-Spitzer. Das ist auch nicht zu verachten. Aber gut, damit sind wir nun am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like und Kommentar für den Algorithmus freuen. Abonniert gerne den Channel, wenn ihr es noch nicht habt. Euch wird auch deutlich mehr Hand-Content als nur Gameplay erwarten. Und folgt mir auch sehr gerne auf Twitch, denn nächste Woche habe ich endlich meine neue Internetleitung, wodurch ich endlich wieder streamen kann. Link ist in der Videobeschreibung. Achso, und vergesst nicht, den Community-Post abzuchecken, wenn euch der Comedy-Content interessiert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Toodaloo.